1689 hat ein Herr Bernoulli die folgende Beziehung aufgestellt. Also der hat einen Satz bewiesen, der sich auf den reellen Zahlenkörper bezieht. Also für alle reellen Zahlen gilt er mit der Einschränkung a muss größer gleich minus 1 sein und für alle natürlichen Zahlen gilt folgende Ungleichung: 1 plus a hoch n größer gleich 1 plus n mal a. So, der Herr Bernoulli hat sich auch mit Mathematik beschäftigt, wie man sieht. Also sein Hauptwerk war ja die Hydrodynamik. Ja, hat sich viel mit Strömungslehre und dem Verhalten von Wasser beschäftigt. Aber eben auch mit dieser genialen Ungleichung, die einen an vielen Orten das Leben erleichtert. Aber wir müssen natürlich diese Ungleichung erst beweisen. Und zum Schluss machen wir ein anschauliches Beispiel, wozu die sich auch eignet. Also man könnte schon vermuten, worin der Sinn auch liegt oder wo die nützlich sein könnte, wenn es darum geht, irgendwelche komplizierten Terme nach unten abzuschätzen. Ja? Aber nicht nur. Vollständige Induktion über n soll uns hier den Beweis bringen, dass die obige Beziehung gilt für alle reellen Zahlen mit der Einschränkung größer gleich 1, minus 1, Entschuldigung, und für alle natürlichen Zahlen. Ja? Diese Ungleichung. Also vollständige Induktion über n. Und dann können wir jetzt angeben, was wir zeigen müssen. Also zu zeigen ist 1 plus a hoch n plus 1. Ja, also für nächsten Nachfolger, ich habe ein ausgewähltes n, also das bezieht sich auf eine natürliche Zahl. Und wenn ich die Ungleichung für den nächsten Nachfolger beweisen kann, dann ist es so, als wenn ich es für alle natürlichen Zahlen bewiesen habe, ja, weil alle ja natürlich immer den gleichen Abstand haben, ne? Das ist ja der Grundgedanke dieser vollständigen Induktion. Also zu zeigen ist letztlich 1 plus n plus 1 mal a, ja. Also wir haben hier den nächsten Nachfolger dann jeweils drin stehen. Ja, schauen wir mal die Aussage nochmal an. Hier ist die Aussage des Herrn Bernoulli. Hier steht jeweils n. Jetzt beweisen wir die Ungleichung für den nächsten Nachfolger von diesen n. So, die Induktionsvoraussetzung. Die Induktionsvoraussetzung ist ja die Bernoulli-Ungleichung. 1 plus a hoch n größer gleich 1 plus n mal a. So, der Induktionsanfang, ich kürze das jetzt mal ab. Das da oben, das gefällt mir auch nicht. Kürze mal das Ganze ab. I.V, dass ich es dann verwenden kann im Beweis, ja, ist die Induktionsvoraussetzung. I.A ist der Induktionsanfang. Wir wählen die natürliche Zahl 0, also n. 0. Ja, dann setzen wir mal die Bernoulli-Ungleichung ein. 1 plus a hoch 0 ist sicherlich 1. Ja, und das ist größer gleich 1 plus, ja, für n, die 0 einsetzen, 0 mal a ist sicherlich 0. Ja, dann steht auch hier eine wahre Aussage. Ja. 1 größer gleich 1. Also hier steht nichts Falsches. Also der Induktionsanfang stimmt. Jetzt machen wir den Induktionsschritt. Ich kürze es ab. I.S. So, also von n nach n plus 1. Und dann haben wir 1 plus a hoch n plus 1 ist nichts anderes. Jetzt wenden wir unsere Kenntnisse der Potenzrechnung an. Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man ihre Exponenten addiert. So, jetzt können wir aber hier an der Stelle die Induktionsvoraussetzung anwenden. Ja, schauen wir nochmal zurück. Die Induktionsvoraussetzung ist ja das hier. Also kann ich doch nach unten abschätzen. Ja, weil der Term, der taucht ja jetzt hier wieder auf. Ja, der taucht ja hier auf. Also kann ich berechtigt es, mich hier nach unten abzuschätzen. Da weiß ich aber, das ist ja nichts anderes als
1 plus n mal a. Ja, aber das muss ich klammern, weil der da hinten noch drauf kommt. 1 plus a. Ja, hoch 1 kann ich weglassen, ja, schreibt man nie. Jetzt kann ich hier mal das ausmultiplizieren, das Ganze. Was steht denn dann da? Ja, hier steht 1 plus a plus n mal a plus n mal a Quadrat. So, hier das a kann ich ja mal ausklammern und steht hier 1 plus, ja, 1 plus n mal a plus n mal a Quadrat. Was soll ich nochmal zeigen? Schauen wir zurück. Ich will zeigen, dass das hier gilt. Jetzt steht das schon auf meiner rechten Seite. Aber eins stört noch, der da. Der da stört. Aber wir wissen ja, dass n immer größer gleich 1 ist und a Quadrat ist immer größer gleich 0. Ja? Also kann ich ja schreiben, dass 1 plus n mal a plus n mal a Quadrat auf jeden Fall dann größer oder gleich 1 plus, das oder gleich, weil kann ja auch 0 sein, 1 plus n mal a ist. Ja? Also wenn das hier dem hier unterworfen ist, ja, dann kann ich auf jeden Fall hier weiter nach unten abschätzen. Ja, aber somit kann ich auch schreiben, ja, ich kann mich wieder auf den Anfang hier beziehen. Schauen wir ruhig nochmal zurück. Was haben wir denn gemacht? Hier steht ja das hier auf der linken Seite der Ungleichung. Dann folgt ist. Ja. Dann haben wir das hier nach unten abgeschätzt. Ja. Also n mal 1 plus a. Ja. Nach unten abschätzen. Das war die Induktionsvoraussetzung, die wir angewendet haben. Ja. Hier die Induktionsvoraussetzung, die wir hier anwenden. Das hat mir geliefert 1 plus a mal n. Der da hinten kommt noch drauf, 1 plus a. So, jetzt haben wir bei uns das hier überlegt. Ja? Weil das ausmultipliziert hat ja das hier ergeben. Ja? Aber wir haben uns ja das überlegt. Also kann ich doch schreiben. Eins plus n mal a. So, wenn das hier größer gleich dem ist, aber ich weiß, dass das hier, ja, das ist ja dasselbe, größer als das ist, naja, dann ist das hier auf jeden Fall auch größer als das. Ja? Und dann haben wir ja unsere Bernoulli-Ungleichung dastehen. Aber wenn ich die beiden wieder zusammenfasse, die beiden Faktoren, steht ja a plus a1 plus a hoch n plus 1 da. Ja? Also folgt daraus, 1 plus a hoch n plus 1 ist größer gleich 1 plus n mal a. Und das gilt für alle n Element aus n und a Element r mit der Einschränkung a größer gleich minus 1. QED. Das war die Bernoulli-Ungleichung. Sie gilt. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie das ist mit einer Anwendung. Ja. Das mit den Zweierpotenzen ist das nämlich interessant, diese Bernoulli-Ungleichung. Ich kann sowas jetzt gut lösen. 2 hoch n soll größer gleich a sein, aber das soll für alle a gelten, also für alle reellen Zahlen, auch irrational und so weiter. Also kann ich laut dem Bernoulli-Satz doch jetzt schreiben, 1 plus 1 hoch n ist größer gleich 1 plus n mal 1. Das ist einfach nur der Bernoulli-Satz angewendet. Ja, ich habe meine 2 zerlegt in eine Summe. 1 plus 1 darf ich ja machen. Und somit stehe ich ja in der Bernoulli-Gleichung drin. Ja. Schauen wir ruhig nochmal zurück. Hier 1 plus a. Ich habe meine 2 zerlegt in 1 plus 1. Ja. Steht dann so da. Und dann kann ich ja, berechtigt es mich, nach unten abzuschätzen. 1 plus 1 mal n jetzt in meinem Fall. Gut, das muss gelten. Aber das hier ist ja nichts anderes als 1 plus n. Das kann ich klammern. Somit weiß ich schon mal, ja, daraus folgt, dass 2 hoch n größer gleich
1 plus n ist. Und das folgt direkt aus der Bernoulli-Ungleichung. Ja. Aber wir müssen ja noch dieses a hier berücksichtigen. Wenn ich jetzt zeigen kann, dass n plus 1 oder 1 plus n, wie man es dreht, ist ja wurscht, die Addition ist ja kommutativ, wenn das größer gleich a ist, also mein 1 plus n, dann ist wegen der Kenntnis, dass 2 hoch n größer gleich 1 plus n ist, auch 2 hoch n größer als a. Die Frage ist, für welches n ist das hier erfüllt? Ja, aber es ist doch ganz einfach, ne? Ich habe n plus 1 soll größer gleich a sein. Ja, das ist aber äquivalent zu n größer gleich a minus 1. Plötzlich habe ich die Bedingung für mein n. Also 2 hoch n größer gleich n plus 1 größer gleich a, ja, ist dann erfüllt, also für alle n, Element n, mit der Bedingung n größer gleich a minus 1. Ja. Also kann ich aber auch wegen dieser Ungleichungskette ja schreiben, das gilt auch für 2 hoch n größer gleich a. Ja. Machen wir doch mal ein Beispiel, dass man sich das plausibel macht, wie das jetzt funktioniert. Also ich habe zum Beispiel a und wähle die irrationale Zahl 2. Dann folgt daraus aus der Nebenbedingung für mein n, das muss ja größer gleich, ja, a minus 1 sein. Schauen wir nochmal zurück. A minus 1, hier steht's. Ja, ich habe a die Wurzel 2 gewählt. Dann habe ich hier Wurzel 2 minus die 1. Ja, das ist 1,41 Punkt, 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 Punkt minus 1. Also es wird 0,41 irgendwas sein. Aber hier steht ja, wähle dann die natürliche Zahl größer oder gleich. Ja? Oder gleich, wenn hier könnte ja auch irgendwie gleich eine natürliche Zahl stehen. Ja, dann würde ich eben mein n dementsprechend wählen, was hier steht. Aber hier steht eben 0,41, also wähle ich n1. Das ist ja die natürliche Zahl, die ich hier wählen soll. Und dann habe ich doch meine Gleichung hier erfüllt, meine Ungleichung. 2 hoch 1 setze ich, also für n setze ich 1. Und dann gilt das hier. Ja? Das ist ja auf jeden Fall wahr, weil 2 ist auf jeden Fall größer als 1,41. Punkt, 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 Punkt. So haben wir jetzt gleich mal die Anwendung drin und dann, ja, beende ich mal dieses Video.